Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Astellia Online hier bei Explorer RP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist. Und Luft holen. Ja, wir sind wieder im letzten Startgebiet. Galua-Blockade. Ja, warum? Was passiert? Warum machst du das? Was? Ja, ich habe Holz gefarmt. Ich wollte es ja eigentlich im Livestream machen. In Verbindung mit Solo-Runs, Dungeons, Farm, Gedöns und hab dann gedacht, nee, das will ja auch keiner sehen. Weil, und so, und ja, wir konnten ja in dem Gebiet hier schon, wo wir reinkamen, die Bäume nicht mehr fällen, weil wir vom Level her zu low waren. Also nicht vom Level hier oben, sondern vom Holzfäller-Level her. Der levelt ja separat nochmal mit jedem Baum. Und da fehlten ja 3 Level, damit wir hier überhaupt anfangen konnten, Holz zu farmen. Und die habe ich jetzt nachgeholt, offline, ohne euch, ohne dich da draußen. Und habe, lass mich jetzt nicht lügen, ja, noch 6 Level separat dazu gemacht. Also wenn das jetzt nicht reichen sollte, dass wir lockerflockig bis zum nächsten Level durchkommen, dann weiß ich es auch nicht. Ja, aber so ganz spurlos soll das natürlich an dir da draußen auch nicht vorbeigehen. Was heißt das für diese Folge? Wir werden mal hoch zur Prinzessin gehen und kochen. Wir werden uns in dieser und in der nächsten Folge ein bisschen mit den 2 für mich wichtigen Berufen beschäftigen. Das kann schnell gehen. Das kann aber auch sehr langsam gehen, je nachdem wie schnell ich das kapiere. Kochen scheint wohl jetzt nicht so kompliziert zu sein, aber schauen wir mal. Was da noch so happened. Ich denke mal dann mit Holzfällen und das könnte dann schon ein bisschen schwieriger werden, aber lassen wir uns überraschen. In dieser Folge primär erstmal das Kochen. Wir schauen mal, was es da so Leckeres zu essen gibt, was wir uns zubereiten können. Muss ich gestehen, im Real Life, als Single, Mikrowellenkost, Fertigpizzen, ab und zu mal ein Döner. Weiß nicht. So für sich alleine kochen? Wie handhabst du das denn da draußen so? Also fehlt mir irgendwie die Lust. Und auch die Zeit. Nicht nach Hause kommen, der Hund. Mich dann noch hinstellen und irgendwas machen? Nee. Dann noch lieber irgendwas Fertiges in die Mikro schmeißen und aus die Maus. Ja, es ist nicht gesund und. Aber gestorben ist auch noch keiner dran, also von daher. So, die Bäume ließen immer natürlich mit, die wir kriegen, ne? Übrigens bin ich in dem Gebiet hier immer außen rumgeritten. Einmal komplett im Kreis. Das heißt hier rum, da, oben rum, dann hinten die Felswand entlang, da, da, da und dann wieder zum Ausgangspunkt. Und dann konnte es eigentlich schon wieder losrennen, weil dann die Bäume wieder respawned sind, zum größten Teil. Den Drecksack habe ich dann auch angegriffen mal zwischendurch, weil ich so nach der dritten Baumrunde hatte ich Langeweile und der kam mir dann so beim Weg, so ganz allein. Ich denke, ach komm, ein goldener Qua. Nein, ich habe schon wieder getan. Der Schweinepriester ist Level 50. Der natzt uns weg. So, wir gehen kochen. Das ist ein Baum. Hat er resettet? Oh, Roter schon fast tot. Nein, Roter. Nein, jetzt. Das glaube ich, wir müssen aber erstmal unser Lagerverwalter finden. Oha, ja, er lädt jetzt hier rein. Ich hoffe, dass das auch mal irgendwann gefixt wird, weil schon ein bisschen heavy, ne? Lagerverwalter finden, weil wir haben die Hauptzutaten, sprich Fleisch, glaube ich, alle ins Lager gepackt. Jetzt müssen wir nur rausfinden, wo der Kollege steht. I believe hier oben. Boah. Herstellungsbedarfshändler, Auktionator. Hier können wir dann herstellen. Wo ist der Lagerfuff? Da ist der Lagerfiffi. Lager.
So, was hat der Explorer denn alles? Was haben wir denn hier alles? Das sind Materialien. Was könnten wir davon... Wo haben wir das denn her? Achso, das wollte ich im Auktionshaus verkaufen. Makrele könnten wir... Ich denke mal, das wird relevant für... Waffen bauen. Wir schauen mal. Wir hatten diese komischen Frösche. Ja, alle. Ah, 5? Nein, 6. Haben wir die jetzt gesplittet? Wir haben die gesplittet. Okay. Machen wir es so. So, was haben wir denn hier noch? Was haben wir noch an Fleisch? Schweinefleisch. Zwiebeln halten wir mal im Hinterkopf. Hühnchen. Können wir was Leckeres mit Hühnchen machen. Das Leder. Eidechsen getrocknete. Ganz lecker. Immer wieder gern gesehen. Das tun wir jetzt auch mal rein. Ich will es nicht splitten. Nein, ich will das da rein tun. Meerrettich, Zwiebeln, getrockneter Skorpion. Weiß ich nicht, ob das so lecker ist. Bestimmt sehr proteinhaltig. Und Ziege. Und Rindfleisch. Und Thunfisch. Und für diesen Thunfisch möchte ich betonen, sind keine Delfine gestorben. Und getrocknete Grashüpfer. Olivenöl. Haben wir auch hier. Wollfasern haben wir hier. 89 an der Zahl. Ein bisschen räumen wir raus. Reiswein ist hier. Die leckere Austernsoße. So, was ist das? Golden, ja, keine Ahnung, wofür gut ist. So, dann haben wir die Makrele, Leinenfasern. Ich weiß nicht, ob wir den Stoff hier auch noch skillen können. Zwiebelchen haben wir noch gar keine gefunden. So. Ich wollte sagen, ich nehme da immer alles mit. Curry. 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 Noch kein Curry. Siehst du, wir wollten kochen und wir werden jetzt die ganze Folge lang nur Kram sortieren. Bist du schon wieder fein raus aus der Nummer? So. Ich denke, wir haben jetzt genügend Platz, um herzustellen, weil wir müssen ja auch noch die Zutaten kaufen, deswegen habe ich das Inventar jetzt ein bisschen. Come back whenever you want. Ja, mein Freund. So. Wo war der Koch? Herstellungshändler, Waffenhändler, Zubehör. Zubehör, Händler. Herstellungsbedarfshändler, der sieht doch nach Kochen aus, oder? Gut, wir schauen. Ist das jetzt hier Errungenschaft, Quest, Astel, Fertigkeiten? Nein, da war es nicht. Aber unter den Experten. Ne, Expertenfähigkeit, das war's. Herstellung. So, wo ist denn jetzt hier lecker kochen? Da ist lecker kochen. So, gegrillter Makrelenhecht könnten wir machen. Wir haben 9 Makrelen und wir bräuchten dafür Salz ohne Ende. Ergebnisse der Herstellung, gegrillter Makrelenhecht. Mundgerechter, gegrillter Makrelenhecht. Lehrlingskochen, was braucht man da? Ah, okay. Fertige Gerichte. Achso, das ist was anderes. Da kommen die Grashüpfer ins Spiel. Mittlere Qualität. Blasierte Schnecken. Kaninchen, Eidechsen. Frische. Professionelles Kochen. Also das können wir auch gar nicht herstellen, sehe ich gerade. Das ist alles rot, ne? Ich glaube, wir müssen erstmal uns hiermit begnügen. So, Material benötigt. 13 mal Salz. Ernsthaft? 13 Salz für eine Makrele? Das esse ich aber nicht, du. Wenn das mal nicht versalzen ist. Okay, wir kaufen mal 13 Salz und gucken. Wieder. Okay.
Möchtest du Salz wirklich löschen? Ich möchte 13 Salz kaufen. Ich will es nicht löschen. Kaufen. Haben wir jetzt gekauft. Okay. Wir machen jetzt erstmal eins zur Probe, ne? Nur, dass wir hier ein bisschen so herstellen. Probier's mal mit herstellen. Okay, gegrillter Makrelen, echt. Einmal erhalten. Und wir kamen hier oben okay. Wir machen mal vorsichtig weiter. Pass auf, die hat gleich kein Salz mehr. Ich sehe es schon kommen. Jetzt machen wir 26. Kann man das auch so eingeben? 26 kaufen. 1300. Da würde aber eine teure Makrele hier leerstellen. Was macht der XP-Balken? Stufe 2. Aha. Reicht aber noch nicht. Wir müssen. Steht hier bei, welche Stufe wir da haben müssen? Guck dir mal, was wir da in den Kram brauchen. Benötigte Fertigkeit kochen, benötigte Beherrschungsstufe 9. Effektivste 12. Okay, das heißt, wir müssen jetzt eigentlich Makrelen herstellen. 60, 6 mal 10 sind 60, 78 Salz. Ich schlurf der Baller mal einen Kaffee. Stufe 3. Mhm. Mhm. Okay. So, das waren jetzt gegen Makrelen. Mehr können wir denn machen. Ziegen. Brauchen wir Salz? Brauchen wir Pfeffer? Ziegenbarbecue. Das heißt, bei 15, dann bräuchten wir 30 Salz, 30 Pfeffer. Da könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es schmeckt. So. 7 Barbecue. Können wir aber auch nur 7 herstellen. Mhm. Bereite ein leckeres Ziegenbarbecue zu. Physischer Angriff plus 4% für 30 Minuten. Es besteht eine Chance auf die Variante mundgerechtes Ziegenbarbecue, was wir gerade hergestellt haben. Oh, der leckt aber ganz schön beim Kochen, ne? Ruckel, ruckel. Wir sind immer noch bei Stufe 4. Da haben wir jetzt aber nicht die Welt gemacht, du, ey. Wieso haben wir jetzt noch so viel Salz? Wow. Achso, wir können. Hä? Lass mich. Warte mal. 8 sind 16 Salz. Habe ich mich verkauft? Ah, 4 mal Pfeffer. Okay. 8 mal 4 sind 32. 2 haben wir, 30 Pfeffer. Insofern ich jetzt keinen Müll rede. Weiter geht's. Stufe 9 müssen wir erreichen. Never ever mit den Sachen, die wir jetzt gefunden haben. Wir müssen dann wieder rein theoretisch zurück und die Mobs kloppen. Es sei denn, wir schalten jetzt irgendwie durch Level 5 hier die drei Sachen frei. Aber beim Kochen hat der Server Probleme. Will er nicht so wirklich. Wir kriegen nur 6 Herstellungs-XP, ernsthaft. So, 3, das heißt wir brauchen 9 Salz, 8, 9 Salz, 6 Pfeffer. Und 6 Pfeffer habe ich gesagt. So, was brauchen wir noch? Pocketta. Knofi. 6 Knofi. Verkauft sie Knofi?
Obwohl wir den noch, glaube ich, auch unterwegs gesammelt haben, aber ist egal. Bevor wir jetzt wieder zum Lager rennen und gönnen wir uns den Luxus und kaufen den Kram. Bad. Wo packt denn der das rein? Da packt das rein. Was kann denn weg hier? Stufe 5. Und jetzt haben wir den gegrillten Frosch freigeschaltet. Davon könnten wir jetzt 6 kochen. Und die Hühnersuppe können wir denn? Bohnen haben wir noch nie gefunden. Sesam auch noch nicht. Verkauft sie Bohnen oder Sesam? Okay, wir könnten also das Kochen kaufen. Sehe ich das gerade richtig? Das heißt, wir brauchen gar nicht kochen. Wir leveln erstmal über die Zutaten. Sehe ich das richtig? Okay, Porchetta gibt... super, lässt sich auch nur zweimal stacken, ne? Lecker. Oh. Und wir kriegen noch eine Astelkarte. Komm, dann nehmen wir die auch noch. Wer bist denn du? Kleiner. Haben wir die schon gehabt? Ne, die haben wir noch gar nicht gehabt, oder? Cool. Okay, wir müssen Inventar. Wir müssen unser Inventar ein wenig pflegen. Okay. Gut, also du kannst mich da draußen korrigieren, wenn du auch Astelia spielst. Man levelt erstmal mit den Zutaten, die wir uns ja kaufen können. Stellen das erstmal alles her, die können wir uns ja auf die Bank später packen und dann können wir noch kochen. Und da kriegen wir auch nochmal Skillpunkte. Würde Sinn machen. Do you have something you want to store? Ja, habe ich. Das kann man da rein. Die großen Tränke behalten, immer die kleinen, weiß ich nicht, ob die, wenn du nur einen Twink hast, ob die sich die Bank teilen. Wenn ja, wird sich später irgendwann mal ein Twink freuen, weil wir es. Und so. Aha, so. Warum stacken die nicht? Weiß ich. Schwachen Tränke packen wir mal hier rein. Aha, selten. So, gegrillte Makrele. So. Und so. Macht man die maximale LP, jo. Kann nie schaden. So, Atra-Kristalle brauchen wir ja, um zu leveln. Sollte reichen, ne? Ignorieren wir den Kram. Was ist das da oben? Noch eine Makrele, die... Werden wir noch Achso. So. Okay, sind jetzt alle zufrieden? Habe ich. Oder sehe ich hier noch irgendwas? Nee, ne? Was ist das? Getrocknete Schnecken haben wir auch. Lecker. Die werden wir aber heute nicht verwursten. Come back whenever you want. Ja, machen wir. Was ich gut finde, ist, dass die Fenster sich nicht schließen. Mag jetzt vielleicht den einen oder anderen nerven. Ich find's gut, dass wir dann nicht nach jedem Kochen wieder alles neu aufmachen müssen. So, wir wollen jetzt... jetzt müssen wir uns natürlich auch entscheiden. Was braucht denn der? Salz, Pfeffer, Mehl, Eier. Skorpion. Eier. Gebratenes Hühnchen. Speiseöl. Eier. Können wir Speiseöl herstellen? Soja können wir herstellen. Speiseöl könnten wir herstellen. Wenn wir den Level dafür hätten. Okay, das heißt, wir kochen uns jetzt mal erstmal einen ab hier mit
Salz. 20 Salz. Oder wir sollten vielleicht mal gucken, Speiseöl, welches Level hatten das? Stufe 9. Da müssen wir aber viel von dem Kram hier. Machen wir 40 Bohnen und 40 Salz. Wir hauen jetzt hier voll rein. So. So. Gott, ich möchte gar nicht an die anderen Berufe denken dann. So, Tante Tilly. Sojasauce. Gut. Und sonst so, alles gut bei dir da draußen. Wir sind schon bei 20 Minuten in der Aufnahme. Okay, pass auf, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss. Ich mache jetzt hier die 40 Sojasoßen, dann mache ich schnell noch 40 Sesamöl. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, was die uns gebracht haben. Ja, machen wir es so. Ich danke dir fürs Zuschauen und wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.